Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Resident Evil Zero. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter in diesem Labor unterwegs und haben die beiden Igel erledigt. Igel-Zombies. Und wir haben jetzt von Billy ein Gefäß hier in der Box bekommen. Darin befindet sich etwas, genau. Und dieses Gefäß, wo ein Igel drin ist, können wir jetzt öffnen mit unserer Chemikalie, die wir uns da beim letzten Mal zusammengemischt haben. Und zwar hiermit, mit diesem Verdünner. Und dann hoffe ich mal, genau. Und dann haben wir hier ein blaues Igel-Amulett. Ich glaube, damit konnte man hier auf der Etage aber nichts machen, oder? Ich glaube nicht, nein. Oder? Ein blaues Igel-Amulett, wartet mal. Könnte man hier was machen mit? Muss ich erstmal gucken, weil dann würde ich erstmal mit Rebecca weitergehen. Wenn das funktioniert. Genau, hier kann man... Ah, hier muss man das sogar reinmachen. Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Ja, du musst da tatsächlich dieses blaue Ding reinmachen. Okay, dann müssen wir hier mit Rebecca weiter. Das Schloss wurde geöffnet. Jo, sollen wir da jetzt echt rein oder sollen wir da... Wie sind wir ausgerüstet? 6 Schuss. 2 Granatenwerferschuss. Geh mal da rein. Mal gucken. Ich meine, das müsste ja gesichert sein. Also eigentlich müssten hier keine Gegner drin sein. Aber... Was weiß ich schon. Okay, aber es scheint tatsächlich... Oh, okay. Ein großes Gemälde hängt an der Wand. Der Titel lautet... Frau, die in einen Toten verliebt ist. Tja, blinkt was. Okay. Rebecca geht's nicht so gut, ne? Nee, sie ist auf Orange. Das heißt, ein Treffer und ich werde sie heilen. Was haben wir hier? Eine Eingangsspule. Hier ist noch etwas. Auf der Rückseite des Fotos steht etwas. Für James. Zur Erinnerung an deinen Abschluss 1939. Oh. Nein, oder? Was passiert jetzt hier? That guy must be Marcus's son or grandson. Ja, das kann sehr gut sein. Finde ich cool, dass wir uns da mal eine Cutscene einfach so reinwerfen. Interessanter Raum hier. Da liegt ein Body. Sehr gut. Ein leerer Kamin. Scheint seit längerem unbenutzt. Das ist ein uralt Soundsystem. Okay. Aber hier liegt ein Body. Die nehme ich gerne. Dankeschön. So, dann... Mischen wir das mal. Kombiniere damit. Was hat's denn damit aus sich? Die Eingangsspule. Bringt die Seilbahn wieder in Bewegung. Ah. Okay. Also brauchen wir das Ding. Da ist jetzt noch ein Raum. Es könnte sein, dass da jetzt was passieren wird. Aber ich bin mal so mutig und gehe ohne zu speichern da rein. Ich schieße. Da ist tatsächlich was, ja. Und ich habe die schwache Waffe dabei. Okay. Okay, er steht wieder auf. Okay, alles klar. Aha, guckt mal. Der blutet. Ah, schneller! Schieß ihm ins Knie. Oh Gott, nein! Oh Gott. Boah, das ist gerade auf Messers Schneide hier. Dieser Krug sieht uralt aus. Er ist voller Staub. Wow. Das Bild besteht aus 4 Einzelteilen. Ich scheine keine besonderen Merkmale zu haben. Krasse Einrichtung hier, ne? 2 Zombies erledigt. Und was ist da? Ah!
Das können wir nicht tragen. Aber es ist ein grünes, ein grüner Igel. Das ist für die Tür oben. Ganz genau. Finde ich aber gut, dass das hier direkt so offen für uns liegt. Eine Reihe teuer aussehender Kunstmaterialien. Schon allein ihr Anblick jagt ihnen einen Schauer über den Rücken. Boah. Ja. Der Raum hat was. Oh Gott. Irgendwie hab ich Schiss, dass jetzt was passiert. Ja, weil wir haben das Ding da weggenommen und es ist immer so, dass was passiert danach. Scheint nichts zu passieren, okay. Würde ich das aber jetzt trotzdem gerne abspeichern. Ich würde das trotzdem gerne abspeichern. Jo, und draußen fährt einer mit dem Skateboard rum. Okay. Alles klar. Haben wir Farbbänder? Wir sollten eigentlich Farbbänder dabei haben hier unten. Beziehungsweise da liegen ja noch welche, ne? Hier rechts. Da liegen noch welche, ganz genau. Aber dafür müssen wir erstmal was ablegen. So. Dann speichern wir aber bitte. Wir haben ja genug. Also wir haben ja noch genug Farbbänder. Solange wir genug Farbbänder haben, werde ich auch speichern. Weil mir ist der Rang hier definitiv egal. Und weil es einfach so blöd ist, dass man immer wieder alles nachspielen muss. So, dann die Farbbänder wieder weg. Oder warte mal, wie sieht's bei Billy aus? Nee, dem geht's gut. Billy geht's auch gut, okay. Dann können wir aber ihm das. Nee, wartet mal. Zum OP-Raum schicken. Wir müssen Billy das hier geben. Genau, weil dann kann er nämlich oben weitermachen. Dann können wir diese Eingangsspule mitnehmen. Und die Farbbänder. Ah, die Farbbänder, ja, die sind ja schon drin. So, da ist die Spule. Und wir haben ja noch, draußen haben wir ja noch jede Menge Items liegen, ne? Genau da in der Kirche. Die sollten wir vielleicht auch doch mal hier hinholen dann, wenn es soweit ist. Aber erstmal. Genau hier. Billy, du machst weiter. Darin befindet sich etwas. Ja, das ist ein Igel-Amulett. Können wir uns ja mal angucken. Ne, das ist gar nicht mal so schlecht. Keine schlechte Idee, wenn wir uns das mal angucken. Eine grüne Skulptur in Form eines Igels. Ja. Sieht ziemlich eklig aus. Genauso eklig wie die Igel. So. Jetzt nochmal gucken. Das war doch, glaube ich, hier schon, ne? Das war, glaube ich, schon hier, ja? Genau hier. Zack. Benutzen. So, wunderbar. Das heißt, wir kommen weiter. Schloss wurde geöffnet. Dankeschön. Und rein da. Bisschen Items suchen hier. Und ja, findest du ein Item, machst du da eine Tür auf und was ist das? Diese Behälter sehen aus, als würden Leichen darin aufbewahrt. Ein seltsamer Geruch strömt aus ihnen. Was? Ist das ein Zombie? Ist das ein Zombie? Diese Behälter sehen aus, als. Ja, okay. Das ist ein Zombie, oder? Das ist typisches Zombie-Geschleife. Ich sehe ihn nicht. Das macht mich nervös. Ah, der ist unten. Gut. Den haben wir. Okay, eine Leichenhalle. Uah, wie eklig. Ja. Seltsamer Geruch. Ah! Oh Gottes Willen! Genau, matsch den Kopf kaputt. Sehr gut. Das hast du sauber gemacht, Billy. Das Blut tropft da raus, ey. Aber da vorne ist was, was wir mitnehmen können.
Ah, Desinfektionsmittel. Okay, ich verstehe, wofür das ist. Eine Leiche in einem Plastiksack. Die wurde wohl einfach schnell hineingestopft. Ah, seid ihr eklig. Aber das hier gefällt mir sehr. 30 Schuss Buddy. Nehme ich gerne. Dankeschön. So. Ey, uns geht's wieder richtig gut mit Billy. Schaut euch das an. Wir haben eine Heilung, nur wenn der Rebecca nicht wäre, die damit im orangen Bereich rumtüppelt. Aber okay, wir haben das Desinfektionsmittel hier gefunden. Und damit können wir dann weitermachen und dann das dann in diese Kammer da reinleiten. Ich noch mal gucken, wo das nochmal war. Das müsste in einem anderen... Ja, in einem anderen Raum, genau. Warum ist das hier blau? Warum ist hier was Blaues? Schrotmuddy. Stimmt, die habe ich ja hier auch noch liegen. Setzen wir erstmal das ein, dann hole ich die gleich ab. So. Dann wäre das ganz praktisch eigentlich, wenn wir uns mal wieder vereinen könnten. Also Rebecca und Billy. Damit wir die Items nicht immer hin und her liegen müssen, ey. Aber... Ich glaube, jetzt sind wir zu weit, oder? Genau, wir sind natürlich zu weit. Okay, aber nicht schlimm. Ist ja nicht weit weg. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir das hier da... Der steht doch auf! Erzähl mir keinen. So, dann packt mal das Desinfektionsmittel hier rein. So. Du musst du benutzen wahrscheinlich, ne? Untersuchen. Dieser kleine Behälter enthält eine Chemikalie zur Desinfizierung. Für virenverseuchte Räume. Ganz genau. Das heißt, wir können das verwenden. Sehr schön. Weiter geht's hier. Fortschritt. Richtig cool. Da liegen Zombies rum von Umbrella. Mit dem Umbrella-Zeichen drauf. Dann gehen wir da rein. Gucken wir mal. Wenn er jetzt wirklich aufstehen sollte da drin, dann nehme ich die... Ich nehme die, die Schrotflinte. So. Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Ich kann es mir nicht leisten, in gelbem Zustand zu sein. Der da draußen ist auch, ne? Scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem das Gas aus dem Zimmer gepumpt wird. Ja. Ein Zuchtraumschlüssel. Okay. Aber erstmal den Zombie da erledigen. Boah, die Waffe ist richtig geil jetzt. Die Waffe ist richtig geil. Ha! Und ohne Schaden überstanden. Das Ganze sehr, sehr schön. Jetzt haben wir einen Zuchtraumschlüssel. Wir können aber auch jetzt die Buddy mitnehmen, oder? Nee, können wir nicht. Wir haben so viel Munition, das ist total ungewohnt. So, okay. Dann kann es ja weitergehen. Ich meine, je mehr wir sparen, desto besser. Gut, hier war das ja nicht, ne? Nee, hier war was anderes. Der Zuchtraum. Ist er hier? Ah, okay. Und Schlüssel wegwerfen und die Schrotmuni mitnehmen. Los. Okay. Dadurch, dass der Schlüssel jetzt weg ist, haben wir natürlich einen Itemplatz. Ne? Ich hätte gern alles... Nachbarraum. Ich hätte gern alles bei mir, deswegen... Ja. Nimm die Schrotmuni mit, Billy. Die kannst du gut gebrauchen. So. Nicht, dass wir die übersehen. Können wir jetzt in die neue Tür reingehen und mal gucken, was sich darin verbirgt. Genau, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resident Evil Zero. Es bleibt spannend. Wir sind auch wirklich Umbrella jetzt auf den Fersen so langsam. Und ich bin echt gespannt, wo das jetzt noch hinführt. Ob wir nochmal in das alte Labor kommen aus dem zweiten Teil oder wie es jetzt hier weitergeht.
schon mal keine Gegner. Das ist einfach nur ein Raum, ne? Ja, das ist einfach ein Raum. Das, oh Gott, das ist so ein Zuchtraum. Ein Haufen kaputter Käfige. Sie sehen alle aus, als seien sie von innen aufgebrochen worden. Diese Raumstruktur erinnert mich an Parasite Eve 2 gerade. Dieser Käfig ist stark verrostet. Auf dem Boden ist ein getrockneter Blutfleck. Erinnert mich voll an Parasite Eve 2. Naja. Okay. Ah! Hunter! Hunter! Dann schieß einfach! Schieß doch! Schieß einfach weiter! Hunter! Beide tot! Und wir sind doch grün! Wie geil, Billy, du hältst richtig viel aus, das ist gut. Boah! Okay, zwei Hunter. Krass. Bericht über bioorganische Waffen. Super. Die bisherige Forschung zeigt, dass bei der Verabreichung des Progenitor-Virus an lebende Organismen drastische Zelländerungen einen Systemzusammenbruch verursachen. Es wurde keine erfolgreiche Methode zur Steuerung der Organismen bei ihrem Einsatz als Waffen gefunden. Eine bessere Koordinierung auf Zellebene ist unerlässlich für weiteres Wachstum. Ich habe einige Experimente durchgeführt, um eine Lösung zu finden. Hier ist mein Bericht. Insekten. Da diese uralten Tiere seit Jahrtausenden genetisch stabil sind, zeigten sie nach der Verabreichung des Progenitor-Virus nur explosives Wachstum und erhöhte Aggressivität. Sie eignen sich wohl nicht als bioorganische Waffen. Ah, jetzt finden wir so ein bisschen heraus, wo das Ganze herkommt, ne, aus dem ersten Teil mit diesen ganzen Bows, sag ich das einfach mal, bioorganischen Waffen. Amphibien. Bei einem Frosch führte das Virus zu verbesserter Sprungkraft und anormalen Zungenwachstum. Ah, der Licker aus dem zweiten Teil. Ihr erinnert euch, als wir mit Leon im Polizeirevier unterwegs waren. Keine Veränderung in Bezug auf Intelligenz. Krankhafter Heißhunger ließ das Testobjekt willkürlich alle beweglichen Objekte angreifen. Nur begrenzt als bioorganische Waffe geeignet. Säugetiere. Gekreuzt mit Zellen-DNA von Affen führte das Virus zu erhöhter Fruchtbarkeit. Die erzeugten Jungen sind sehr aggressiv und weisen höhere Intelligenz auf. Jep. Die Affen, die wir hier gesehen haben. Eine Nebenwirkung? Verlust der Sehkraft. Dies wird aber durch ein besseres Gehör ausgeglichen. Auch sie eignen sich leider nicht als Waffen. Fortschritte sind scheinbar nur möglich, wenn Menschen als Basis genutzt werden. Ja, Bo-Bericht. Ja, das haben wir im zweiten Teil gesehen mit William Birkin, der sich da das Zeug gespritzt hat. Naja, lecker. Das eiserne Türgitter wurde herausgerissen. Wer das getan hat, muss unglaublich stark gewesen sein. Ja, hier. Da liegt was. So, der Käfig ist etwa menschengroß. Was wurde darin gezüchtet? Ja, Hunter. Sieht man doch. So, da liegt ein Item. Ah, okay. Eine Zahlenscheibe. Der Käfig ist etwa menschengroß. Gut, das heißt, wir haben die Zahlenscheibe für die Tür da draußen. Ich will hier so schnell wie möglich raus, ey. Was ist das eklig. So. Dann. Machen wir einfach mal weiter. Wo war denn jetzt diese Tür? Da ist ja noch eine verschlossen. Ach, die war bei Rebecca. Okay. Was liegt denn da noch? Da haben wir haben da noch Items rumliegen. Muss ich gerade mal gucken, was das ist. Das scheint Muni zu sein. Ah, Benzin. Okay, aber das brauchen wir nicht mehr. Und da hinten liegt der Greifhaken. Alles klar. Nö, brauchen wir nicht. Da muss jetzt Rebecca weitermachen. War doch unten, oder? Ja, ich gucke sehr oft auf die Karte, aber die Karte hilft mir halt. Ja, ist unten. Und... Ja, gut, okay.
Das war nicht hier. Das war auch nicht hier. Wo war das denn jetzt? Ah, geradeaus durch, oder was? War das geradeaus durch? Ich brauche jetzt nochmal an diesen Aufzug da. Um Rebecca das Item zu geben, damit sie da unten diesen Zahlencode eingeben kann, den wir wahrscheinlich aus diesem Rätsel da finden müssen, oder? Also aus diesem Dokument. Genau hier. So. Zur Bibliothek schicken. So, wunderbar. Dann schick bitte das Teil nach unten. Dann muss Rebecca das machen. Und ja, dann geht's hier weiter. So, Rebecca. Genau. Da befindet sich etwas. Zahlenscheibe. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich jetzt dieser Code ist. Weil wir haben ja... Wartet mal. Ja, genau, genau. Wir laufen falsch rum. Genau hier. Ich meine, wir haben ein Dokument gefunden, wo Zahlen hervorgehoben wurden. Ich hoffe ja, dass es das ist. Dass wir die Zahlen einfach nacheinander eingeben müssen. So, hier. Dann müssen wir es so benutzen. Genau. Das Gerät funktioniert wieder. Können wir jetzt nun eingeben? Ja, das ist jetzt die Frage. Nein, Karte wollte ich eigentlich nicht. Danke. Welche Kombination ist das jetzt? Richtig. Oh, das ist so viel jetzt, ne? Bremsbedienstag. Hinweis für Vorgesetzte. Bobericht, Bericht des Tages. Ist das hier? Tagebuch des Laborleiters. Ah, hier, genau. Zugangscode für Plattform geändert. Ah, hier. Er sagte, es hätte etwas mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Also tatsächlich, Akten zum Egelwachstum. Dann hier nochmal gucken. Wie viele habe 4 Egeln-Tee verabreicht? Die Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde. Aber ja, sind 7 Tage vergangen. Größte Rapide verdoppelt. Verdoppelt sich in einer Stunde. Das heißt, ich hole mal meinen Taschenrechner raus. Das ist jetzt eine interessante Aufgabe. 7 mal 24. Wartet mal. Nee. 4 T verabreicht. Die Anzahl verdoppelt sich jede Stunde. Erst größere Rapide verdoppelt. Ach so. Moment, das ist jetzt verdoppelt sich alle Stunde. Habe 4 EGNT verabreicht. Das ist jetzt die Frage. 4 mal 4 oder wie ist das? Ist jetzt die Frage. Das ist jetzt eine knifflige Denksportaufgabe, ne? Er hat 4 EGNT verabreicht. Die verdoppeln sich jede Stunde. Sind 7 Tage vergangen. Also 4 mal 24. Ne, 4 mal 2 mal 24. Probier das jetzt. 4 mal 2 mal 24. Sind 192. Müssen wir gucken, ob das stimmt. Minus 2, 190. Die Hälfte verloren, also 80. Nee, 95. Mal gucken, ne? Ob das passt. Kombination eingeben.
Links drehen. Links drehen, genau. Bitte geben Sie die zweite Ziffer ein. 95. Shit! Das ist also tatsächlich... Vier Ziffern sind das. Okay. Das ist interessant. Moment. Müssen wir uns nochmal dieses Dokument angucken. Zum Igelwachstum. So. So. 4 ist auf jeden Fall. Ah, wartet mal. 4. Das ist rot. 8. Das. Ach, so kann man das denken, ne? 4. Anzahl verdoppelt sich. 8. Minus 2 sind 6. 4, 8, 6. Die Hälfte verloren. 3. Ne? Da haben wir einen vierstelligen Code. 4. Steht ja da. Anzahl verdoppeln, also 8. 2 wurde gefressen, also minus 2 sind 6. Und nochmal die Hälfte verloren sind 3. Das probiere ich jetzt. Ich hoffe, dass das richtig ist. Also 4, 8, 6, 3. Kombination eingeben. So. Da bin ich jetzt gespannt. 4. 8. Bitte sei richtig. 6. 3. Ha! Ich wusste es! Ah, sehr geil, Freunde. Sehr, sehr cool. Ah, das freut mich. Geil. Wir haben es ohne Hilfe geschafft. Ah, oh, sehr schön. Ah, oh, das freut mich. Okay, da ist man hier noch nicht ganz so eingerostet. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Now this is more like it. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Ja, und jetzt sind wir hier unten an der Seilbahn. Wir brauchen allerdings noch ein Item oder was, ne? Da ist ein Hebel. Umliegen? Jo, mach. Aha. Ah, eine Verbindung zu... Ah, eine Verbindung über die Stockwerke. Sehr schön. Das heißt, wir können beide jetzt zusammenführen. Das ist gut. Was ist das? Da liegt noch ein Item rum. Ausgangsspule. Kann man die beiden zusammenmischen? Kombinieren damit? Nö, geht leider nicht. Eingangsspule und Ausgangsspule. Können wir hier schon rein? Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Ja, Freunde, aber das ist sehr gut, dass wir uns jetzt endlich zusammenfinden können. Ein Riesenraum hier, ne? Na gut, aber da sind wir nur hergekommen. Okay, das heißt, wir können uns hier treffen. Und ich werde dann fürs nächste Mal die Items hier hinholen. Leiter hochklettern. Oder soll ich das jetzt wieder zeigen? Das wäre natürlich jetzt... ja, wobei, wartet mal. Wir sind ja noch nicht ganz am Folgenende. Wir haben jetzt hier eine Eingangs- und eine Ausgangsspule. Wir sind wieder da. Die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Verschlossen, die können sie nicht öffnen. Die Frage ist jetzt... Wir haben ja diese Spulen jetzt, ne? Billy, komm bitte her. Frage ist... Ja... was müssen wir mit den Spulen machen? Was müssen wir mit den Spulen machen? Gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Vielleicht gibt es da unten noch irgendwo so ein Ding. Genau, jetzt können wir uns hier wieder zusammenfinden. Das ist sehr gut.
und... Ja, wir sind bei 30 Minuten. Das geht so schnell. Okay, wir sind wieder zusammen. Frage ist jetzt halt nur... Gibt es hier irgendeine Maschine, wo man diese Items einsetzen kann? So. Geh bitte runter. Gibt es hier keine Maschine, wo man... Wartet mal. Sieht nicht so aus, ne? Das sieht... Hä? Warum ist hier so ein... Jetzt brauchen wir wieder den Greifhaken, oder was? Okay. Okay, Freunde. Das heißt aber auch, dass ich jetzt die Folge beenden werde. Und ich werde jetzt offline für die nächste Aufnahmesession schon mal die ganzen Items hier hinholen. Und dann hoffe ich, dass wir die nicht verlieren. Und genau, dann werde ich den Greifhaken holen. Dann können wir hier dann beim nächsten Mal weitermachen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt geht's gerne weiter, den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.